Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einem neuen Format auf diesem Kanal. Es geht um Rookie Race Sport. Es handelt sich dabei um eine Rookie-Liga, die wir wöchentlich einmal näher betrachten. Diese Rookie-Liga ist am 21. Februar in diesem Jahr gestartet und entwickelt sich immer mehr zu einem vollen Erfolg. Regelmäßige Rennen, regelmäßige Teilnehmer treffen sich immer mittwochs zu einem Rennabend und fechten dort spannende Wettkämpfe aus. Wie der Name Rookie-Liga schon sagt, geht es hier wirklich um Anfänger, die sich jetzt das erste Mal trauen, aktiv online gegeneinander zu fahren. Und auch das ist genau unser Anspruch. Wir wollen Spaß haben, wir wollen aktiv das Renngeschehen steuern, selbst bestimmen, Spaß haben und dabei einen fairen Wettkampf gestalten. Dieses Format wird dieses ganze Renngeschehen wöchentlich beleuchten, wird ein paar Hintergrundberichte zeigen, wird auf die sportlichen Highlights eingehen, wird aber auch einen Ausblick geben auf die zukünftigen Läufe, die es gibt. Und natürlich wird das Format immer relativ kurz bleiben, weil es soll kurz und knapp informieren. Heute zum Start wird es etwas ausführlicher werden, weil ich will euch erklären, was sich hinter der Rookie-Liga, hinter diesem Format verbirgt und ganz wichtig, ob es noch Plätze gibt, um teilzunehmen. Deswegen auch diese Liste, damit ich ja nichts vergesse. Die Rookie-Liga ist eine Einsteigerliga Assetto Corsa auf der PS4. Hier kann jeder mitfahren, der sich bisher nicht getraut hat, aktiv in Online-Ligen mitzufahren. Wir haben mittlerweile ein Starterfeld von 12 bis 16 Teilnehmern. Das schwankt natürlich immer so ein bisschen. Das heißt, es sind noch aktiv Plätze frei. Und wer auch nur mal Lust hat, als Gaststarter mitzufahren, ist herzlich willkommen und kann mitfahren. Wie kann man teilnehmen? Wie erfolgt die Kommunikation? Und was ist zu beachten? Grundsätzlich kann jeder teilnehmen, der mindestens 16 Jahre alt ist, der Spaß am Rennsport hat, Simracing, wer eine PS4 hat, Assetto Corsa. Ein Headset wäre von Vorteil, weil in den Partys macht es natürlich Laune, sich auszutauschen, sich näher kennenzulernen, aber auch sich gegenseitig Setup-Tipps zu geben, um hier das Miteinander zu fördern. Im Vordergrund steht Spaß. Wer meint, mit dem Messer zwischen den Zehen zu fahren und andere von der Rennstrecke wegzurempeln und nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, der ist in dieser Liga falsch. Am Ende der Saison gibt es natürlich einen Meister. Es wird 10 Läufe geben. Wir sind aktuell im dritten Lauf. Der wurde gerade absolviert. Und wir fahren auf 2 einsteigertauglichen Autos. Warum 2 Autos? Naja, wir haben abgestimmt und das waren die 2 Top-Fahrzeuge, die zur Verfügung und zur Auswahl standen. Das ist einmal der Porsche GT4 und dann haben wir noch den Audi TT. Beide Fahrzeuge sind relativ leicht im Handling, aber komplett in ihrer Fahrweise anders. Der Porsche ist ein typischer Mittelmotor mit Heckantrieb und der Audi TT ist ein Frontmotor bzw. Frontantrieb noch. So, das heißt, an der Hälfte der Saison werden wir die Fahrzeuge wechseln und die Fahrer, die vielleicht sehr gut mit dem Porsche zurechtgekommen sind, haben vielleicht Schwierigkeiten bei der Umstellung mit dem Audi TT oder natürlich auch umgekehrt. Dann läuft die folgt ab. 19.45 Uhr startet die Rennsession mit einem Training. Um 20 Uhr wechseln wir um ins Qualifying. Das dauert 20 Minuten und dann kommt ein 40-minütiges Rennen. Bei Assetto Corsa kann ich natürlich nicht die Zeit einstellen, sondern das ist umgerechnet auf die Runden, die wir auf dem jeweiligen Kurs für ca. 40 Minuten erwarten. Einfaches Beispiel, Rennzeit pro Runde 2 Minuten, also fahren wir 20 Runden. Es gibt 2 Streichresultate, das heißt, wer gegebenenfalls aus familiären Gründen oder Krankheit oder sonstigen Gründen mal an einem Rennen nicht teilnehmen kann, dann ist das für ihn kein Beinbruch. Er bleibt weiterhin in der Wertung, er hat halt einfach nur ein Streichresultat. Wird einer alle 10 Läufe fahren, dann werden halt die 2 schlechtesten gestrichen. Die Kommunikation während der Rookie-Liga läuft über eine Facebook-Gruppe ab und auf der Homepage, die extra dafür ins Leben gerufen wurde. Auf der Homepage sind alle Hintergrundinformationen, das komplette Reglement ist abgebildet, der Rennkalender und natürlich die aktuellen Rennergebnisse. Was den Namen der Lobby, das Passwort,
gegebenenfalls spontane Trainingssessions betrifft und so weiter, findet alles in einer geschlossenen Facebook-Gruppe statt. Hier ist jeder eingeladen, beizutreten dieser Facebook-Gruppe, um einfach alles mitzubekommen. Wer jetzt nun sagt, ich habe keine Lust auf Facebook, weil ich mag es nicht, ich will meine Daten nicht preisgeben, auch das ist kein Problem. Kommt an die PS4, addet mich dort oder ich adde euch, ja, und somit könnt ihr quasi auch alle Informationen bekommen. Nur hier ein kleiner Hinweis. Am Renntag um 19.45 Uhr ist mein Handy aus und wenn ihr dann eine Nachricht schreibt, gebt doch mal schnell das Passwort oder wie heißt denn die Liga oder, dann werde ich darauf nicht mehr antworten, weil dann konzentriere ich mich aufs Fahren. Auf diesem Format werden wir immer einen sportlichen Rückblick machen auf das geleistete Rennen. So kann ich euch jetzt schon mal sagen, die ersten drei Läufe, die waren richtig spannend und richtig guter Rennsport ist erfolgt. Es gab Rennunfälle, aber es waren Rennunfälle. Wir brauchen niemanden, der mit Absicht jemanden von der Fahrbahn schubst, um nur einen eigenen Vorteil zu generieren. Es haben sich auch schon kleine Favoriten rausgebildet. Und hier muss ich sagen, Yves Dock, so ist sein Nutzername, hat in den ersten drei Rennen jeweils den ersten Platz geholt und ist klarer Favorit auf die Meisterschaft und hat 75 Punkte schon eingefahren. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Wir werden einen Ausblick machen auf den kommenden Lauf. Was erwartet uns? Eine kurze Rennstreckeneinstimmung, wer ist Favorit? Gegebenenfalls gibt es auch schon Zeiten, die wir in einer Trainingssession gefahren sind. Was ist zu erwarten? Sind noch Gaststarterplätze frei? Und so weiter und so weiter. Dann werden wir natürlich auch mal über Lenkradeinstellungen sprechen. Vielleicht werden hier Interviews geführt mit den einzelnen Fahrern, was sie von der Rookie-Liga halten, wie sie die Rennen einschätzen. Und was Sie gegebenenfalls zu einem bisherigen Rennen sagen, Ihre Erfahrungen preisgeben und so weiter. Also einfach versuchen, sehr informativ darüber zu berichten. Ja, die Rennen werden in Livestreams zur Verfügung gestellt auf diesem YouTube-Kanal hier. Dort gibt es auch eine Art Kommentar. Aber wir befinden uns alle in einer PlayStation-Party. Das heißt, hier sind es ganz normale Gespräche. Eine klassische An- und Abmoderation wäre sicherlich wünschenswert, kann sich noch entwickeln, aber falls ihr die Livestreams verfolgt, wundert euch nicht, falls mal rundenlang nichts gesagt wird, weil wir sind alle konzentriert bei der Sache und schwätzen tun wir vor dem Rennen oder nach dem Rennen. Von daher genießt einfach die spannenden Zweikämpfe. Was wir nicht sind in der Rookie-Liga oder was dieses Format speziell auch nicht sein wird. Wir sind nicht kommerziell, wir verdienen damit kein Geld. Wir wollen damit auch erstmal kein Geld verdienen, sondern wir machen das, weil wir Lust darauf haben. Und wir machen das aus Leidenschaft und dann schauen wir mal, wohin die Entwicklung geht. Aber Geld verdienen steht damit nicht im Vordergrund. Wir sind auch keine Profis, aber sehr lernfähig. Das heißt, wenn mal was schief geht, tja, sorry, dann geht mal was schief. Wir bemühen uns aber, alle Termine einzuhalten, alles technisch Machbare zu leisten, damit die Rennen stattfinden. Wenn uns aber mal ein Server abschmiert, sprich der PlayStation 4 Server abschmiert, wir keine Verbindung hinbekommen, vielleicht ein Rennen deswegen ausfallen muss oder gegebenenfalls verspätet startet, dann ist das leider nicht unser Verschulden. Aber wir gucken, dass alles rund läuft und zur Not können wir schnell über die Facebook-Gruppe kommunizieren, Ausweichtermine bestimmen oder auch mal ein Rennen verschieben müssen. Wer kann teilnehmen? Grundsätzlich können alle teilnehmen. Es richtet sich natürlich in erster Linie an Anfänger. Das Alter ist vollkommen egal. Wir gehen von einem Mindestalter von 16 erstmal auf, damit man eine gewisse Reife mitbringt. Bei uns in der Gruppe ist von 20 bis Mitte 50 alles dabei, querbeet gemischt und das macht auch den Reiz in dieser Gruppe aus, weil nämlich alle Schichten, alle Sparten dabei sind. Dein fahrerisches Können, naja, der Name sagt es ja, Rookie-Liga, du solltest halt eher einen Anfängerstatus haben, weil es wird dir bestimmt keinen Spaß machen, wenn du durchschnittlich 2 oder 3 Sekunden schneller pro Runde fährst und uns nur überrundest und wir dir im Weg stehen.
Jetzt kommen wir mal zu dem sportlichen Ausblick für den vierten Lauf in Monza. Italien steht auf dem Programm. Das Wetter wird relativ frühlingshaft und warm, natürlich trocken. Und ich gehe mal davon aus, dass die Strecke eine gute Temperatur erreichen wird, sodass die Reifen schön warm bleiben. Monza ist eine Vollgasstrecke, 70% Vollgasanteil, lange Geraden, Hochgeschwindigkeitskurven und drei Schikanen, die sich ideal anbieten, um hier Überholvorgänge zu starten. Wir erwarten Rundenzeiten unter 2 Minuten. Im ersten Training hat sich jetzt gezeigt, wir sind noch nicht so weit, 2 Minuten wurden noch nicht geknackt, aber ich gehe mal davon aus, mit der Anzahl der Runden wird auch diese Schallmauer durchbrochen werden. Ich hoffe, dir hat das Format gefallen. Du abonnierst den Kanal und wirst vielleicht ein Teil dieser Rookie-Liga. Würde uns sehr freuen. Funk uns einfach an oder komm in die Facebook-Gruppe. Natürlich steht in den Kommentaren alles drin an Informationen, die du benötigst. So, dann viel Spaß mit unserer Rookie-Liga. Bis dann. Tschüss.